Leute, willkommen zurück zu Monster Hunter Rise. Ich und der Train und Fang spielen die Quest Ritter in rostender Rüstung. Das ist eine Event-Quest der Ghost and Goblins-Reihe, wo man King Arthur, wo man Hört Arthur die Musik. Spielt. Ich hatte die Musik aus, also ich habe die Musik jetzt nicht auf den Ohren. Ich höre die wahrscheinlich im Part selber. Ist Ghost and Goblins. Ghost and Goblins Resurrection ist ja erst der neue Teil. Den habe ich noch gar nicht gespielt. Ich bin aber auch ehrlich, ich bin zu schlecht dafür. Ich bin ehrlich, ich auch. Kann man nichts haben, kann man nichts ändern, ne? Ja. Ich bin zu schlecht dafür. Ich kann sowas auch nicht, also für sowas bin ich schlecht. Aber das liegt eher daran, weil ich allgemein... Ich glaube, das ist ein 2D-Jump'n'Run, ne? Ja, Jump'n'Shoot. Genau, und ich bin in sowas immer schlecht. Also, wenn 2D ist, dann könnt ihr mich halt komplett vergessen. Ihr habt es in Mario und Wario gesehen, die ich zusammen mit Miko aufgenommen habe. Ich war halt richtig scheiße. Ich habe die ersten Teile gespielt, also von dem neuen, von dem Remake. Den ersten Teil habe ich damals mal versucht zu spielen, aber ich bin zu schlecht dafür. Ich bin viel zu schlecht dafür. Dabei bist du in 2D-Spielen um so viele Klassen besser als ich. Ey, ich würde heulen, wenn ich das spielen würde. Ich würde verzweifeln. Jetzt will ich erst recht Let's Play sehen. Das müsste eine Bestrafung sein, dass ich das Spiel spielen muss. Stream! Nee, Mann. Oh, kannst du doch auch machen. Ja, nee. Nee. Ja, mach du mal. Ich? Nee, du nicht. Ich hab überhaupt keinen Bock, im Stream weinen zusammenzubrechen. Das wäre ein kurzer Stream, denke ich mal, bei Trailern sonst. Ich denke auch, ja. Ein richtig kurzer Stream. Mehr war lustig. Kommt nicht weiter als ersten Level. Wahrscheinlich nicht, nee. Wahrscheinlich nicht mal durchs erste Level. Erste Level ein Drittel. Und dann verloren. Na komm. Es gibt ja auch hier auch Büsche, ne, Train? Ja. Ich bin aber im Vulkan drinne gerade. Ja, ich auch. Ich habe noch keinen gefunden. Ups, irgendwo runtergefallen. Die Mucke ist halt fucking witzig, ne? Ich werde es wahrscheinlich selber im Schnitt erst hören. Du lachst dich tot. Du lachst dich kaputt. Die vom Spiel, ne? Ja, genau. Die von, die jetzt hier gerade spielt. Das ist ja Musik von Ghosts and Goblins. Ich höre sie nur leise. Ja, ganz leise. Ich höre sie relativ gut, aber es liegt eher daran, dass mein Spiel über die Boxen läuft. Ich könnte es auch lauter stellen, weil da bin ich zu doof. Da habe ich keine Lust zu jetzt. Ich könnte es auch lauter stellen, aber dann habe ich alles in der Aufnahme und das ist auch scheiße. Aber euch, bei euren beiden Mikrofonen ist es immer schwer, weil ihr Vollkondensator-Mikrofone habt. Ja. Die nehmen halt, also ich glaube bei euch beiden dämpfen die hinten den Sound ab, den hört man aber trotzdem immer noch so ein bisschen raus, ne? War das nicht so? Warte, fahren, wie laut man stellt, ne? Ja, gut, stimmt. Aber die dämpfen schon sehr gut, soweit ich das weiß. Da ich ein dynamisches Mikro habe, nimmt das von hinten gar nichts mehr auf. Also so gut wie nicht, außer ich habe es tatsächlich auch zu laut. Dann kann das dynamische Mikrofon auch nicht mehr rausfiltern. In dem Busch war aber kein Käfer. Bei mir hat sich der Mob... Hä? Der Mob teleportiert sich bei mir! Ping von 300 oder was? Grot, das sah gerade richtig witzig aus, Alter. Wie viele Mobs müssen wir überhaupt machen? 3. Oh Gott. Das ist heftig. Bro, ich sitze auf deinem Lieblingsmob drauf. Nice. Und bequem. Nice. Ja, auf Stein zu sitzen ist immer cool, ne? Da geht dann das Herz auf, ne? Richtig. Und der Arsch. Das auch. Scheiße. Oh, jetzt habe ich den Briten in den Rechner eingesetzt. Verkackt oder wie? Ja, ich war voll drin im berittenen Rechner und ich hätte gegen ihn laufen müssen. Und der berittene Rechner hat nicht mal getroffen, weil dein Mob ein fucking Fettsack ist. Nee, du hast schon voll daneben gezielt. Nein, der macht nicht, Mann. Der macht beim berittenen Rechner geht der Mob normalerweise automatisch auf den anderen, aber der rollt sich halt, ne? Und wenn der dann ausweicht, ja schön. Ja, dann musst du das halt machen, während er liegt. Was hast du verkackt? Sorry. Nee, das war der Mob. Kein anderer Mob macht das. Der ist halt super langsam. Dann wollen wir jetzt erst den Wolbigon machen.
Ja, genau. Den hatte ich sowieso ja, vor. Der ist super nervig. Okay. Weil er leben kann oder so. Furzen meinst du? Ja, genau. Er kann pupsen. Das auch. Aber ich war der Mann, er kann auch leben. Ja, ja. Ja, mit seinem Pups-Spray mit da. Mit seinem Pups lähmt er dich. Genau. Nee, mit seinem Pups hat er doch verhindert, dass du Items nimmst. Stimmt. Oh. Ach, ja, deswegen Deo, ne? Genau. Ich hab kein Deo! Oh, nö! Ich hab auch keine Stinkst. Ich hab auch keine Items. Aber meine Katze hat dir gerade schön Deo hingelegt. Jetzt stinkt ihr nicht mehr. Ich werd ja auch so angebläht, Alter. Mann, ihr stinkt aber auch richtig hart gerade, ne? Aber richtig, Alter. Wo ist denn das Deo von der Katze? Ach, da hinten. Oh yeah. Ja, lebendige Bakugan, ne? Wohl wahr. Ah, verdammt. Da, mit diesem Ding kann er dich leben. Da macht er mal diese Body-Slam-Welle, ey. Ja. Ich find's mal so unnötig von meinem Begleiter, wenn er anfängt, mich zu schlagen, obwohl die Lähmung schon längst raus ist. Ja, finde ich auch mal. Das ist so nervig. Tja, die Katzen sind halt wohl die Katzen sind halt wohl nicht die besten Schnellchecker. Ach komm! Autsch. Du hast mich ernsthaft mit deiner Arschbombe getroffen? Ist das dein Ernst? Wer wurde gerade wieder angefurzt? Ich, aber hat mich nicht getroffen, weil ich gekontert habe. Ja, ich kann auch 14 kontern. Nice. Du konterst 14 mit deinem Schwert, das will ich auch können. Ja, dann wird mal Zeit, dass du mal zum Langschwert wechselst. Ja, wohl wahr. Hätte ich echt mal wieder Bock, Langschwert zu spielen. Langschwert, da gibt es wenigstens einige gute. Und schon wieder den Purforce gekontert. Nice. Ernsthaft, ich bin gelähmt. Ja, hast du Mikro gerettet. Das hat er erst abgekommen. Aua. Erstmal schärfen hier. Oh, ernsthaft, jetzt bin ich betäubt? Wieso? Wieso funktioniert das Deo nicht mehr? Oh nein, ich stinke, Alter, ne? Nimm mich jetzt auch, wenn ich stinke, denn sonst sage ich winke, winke und goodbye. Ich hab noch Deo. Gönnung, schnell. Ich hab immer Deo dabei. Ja, nice. Bin noch ins Deo reingelaufen, ich stinke nicht mehr. Sehr gut, das freut mich für dich. Ich weiß. Das freut mich auch. Können wir den jetzt endlich töten, damit wir nicht mehr voll gefurzt werden? Ach, verdammte Scheiße. Wollte ich einfach mal jemanden retten und krieg auf die Fresse. Dave. Glaubst du, der lässt sich ernsthaft jemanden retten? Nee, leider nicht. Ja, hab ich mir gedacht. Welche Katze hat den gerade festgebunden? Herzlichen Dank dafür. Ich weiß es nicht. Ich achte nicht auf die Katzen. Ja, auch nicht. Der ist schon ach so ein ja. Lappen, ne? Miku, was hältst du von Chapter 1044? Von One Piece meinst du? Ja, von One Piece, genau. Ich find's genial. Ich bin so abgegangen. Ich habe mich so gefreut, weil es genau gegen den Erwartungen der meisten One Piece Fans mit ihr Gear 5 Scheiß ist. Ja. Es ist halt so lustig und so ironisch. Ich finde das so großartig. Aber ich finde tatsächlich, Gear 5 passt mehr zu Ruffy als Gear 4. Ja, finde ich auch. Aber wir dürfen ja leider nicht auf Details eingehen. Bro liest den Manga nicht. Achso. Warum da denn nicht? Junge. Weiß ich nicht. Du bist aber schuld, wenn du gespoilert wirst. Bro, warum liest du den Manga nicht? Manga sollte schon. Der Manga sollte immer der aktuelle Stand sein, finde ich. Der Anime ist halt nur Bonus. Ich weiß. Vor. Was? So viel anderes vor. Ach so. Kann mich nicht 1000 Leute teilen, sorry. Ach, einfach nur jede Woche ein neues Kapitel lesen, ist doch nicht schlimm. Wo ist der Typ? Ich kann das nächste Chapter schon gar nicht abwarten. Es gibt ich diesmal, auch, ich will sehen. Es gibt diesmal keine Pause, Alter. Es ist so großartig. Oh. Oder weiß, wie er seine Fans glücklich macht mit keiner Pause. Ja. Oh Gott, ich freue mich so aufs nächste Chapter, Alter. Das wird großartig. Und ich freue mich, wenn das animiert wird, Alter. Ich hoffe, die verkacken das nicht. Oh yes, das wird so mega. Das wird richtig großartig werden. Wer hier?
Leute, ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, falls ihr den One Piece Manga lest, was ihr von dem Chapter gehalten habt. Ich bin richtig abgegangen. Falls Leute sich jetzt über Spoiler und so beschweren, ich meine, ihr hattet genug. Wir hatten vorher angeteased, du hast ja gesagt 1044 One Piece, die hätten kurz Pause und die hätten ja kurz stumm machen können. Ja, genau. Also was heißt, wir haben ja nicht mal verraten, wir haben ja nur gesagt, Oda hat entgegen aller den Gear 5 Scheiß der Fans revidiert. Also nicht direkt revidiert, aber es ist anders, als die meisten Fans gedacht haben. Sagen wir es so. Das war schon. Es ist anders, als die meisten Fans gedacht haben. Zum Glück. Na, echt die ganzen so. YouTube-Videos mit diesen Gear 5 komisch Gear 5 Kram. Die sind endlich alle useless. Ja, sind halt sowieso schon useless. Ich hab mir sowieso nie vorgestellt, dass Ruffy, wenn er Gear 5 einsieht, so aussieht wie Vergo. Echt so, ne? Mit ganz Körper Haki, weißt du? Ja. Das ist halt Bullshit. Ich freue mich so hart, wenn jetzt das Chapter kommt, aber ich kann es gar nicht erwarten. Ich bin so lesefreudig wie lange nicht mehr auf ein Manga. Ja, ich bin richtig heiß drauf zu lesen, wie Kaido verprügelt wird. Ja, ich auch. Aber auf übelste, der wurde jetzt zerschellt auf dem Dach, Alter. Bro, freu dich, wenn das animiert wird. Das wird großartig, Alter. Hoffentlich. Und ewig. Na. Das dauert wirklich lange. One Piece ist ja momentan in Pause wegen Hackern. Ja, ja, genau, stimmt, darüber haben wir auch noch nicht geredet. Die wurden ja gehackt, Leute. Toei-Animation wurde ja gehackt. Ja, finde ich ein Unding. Ich auch. Was hat man denn jetzt eigentlich davon, von dem Hack? Was hat das gebracht? Frage ich mich. Weiß das irgendeiner? Ich wollte einfach Informationen, mehr ist das nicht. Ja, toll. Und für wen sind die Infos jetzt wichtig? Außer wenn du jetzt in Japan wohnst, da könnte das tatsächlich einen Impact haben. Aber für wen im Westen sind diese Infos denn jetzt extrem wichtig? Wie sind die denn überhaupt wichtig? Das ist Regenpause. Ich hab gegen den Typ noch nie so weit gekämpft. Ich verstehe sowieso überhaupt nicht. Davon hat man halt nichts, Toei-Animationen zu hacken. Ja, aber Informationen sind Informationen. Das ist Informationskrieg. Ja, das stimmt. Das stimmt allerdings. Nutzerdaten. Alles Mögliche. Halt irgendwas halt, ne? Ja. Aber mal gucken, wann One Piece weitergeht. Ich hoffe alsbald, dass das weitergeht. Ich möchte nämlich auch, dass die endlich mal weiterkommen mit dem Anime. Ich meine jetzt, ja genau, jetzt geht's ja jetzt auf einem Dach los, ne? Ja, eben. Oh, das ist so schade, dass es nicht weitergeht. Im besten Moment hören die halt einfach fucking wurden die halt einfach fucking gehackt, Alter! Das ist schon schade. Ich finde das aber halt auch so großartig, wie das am Anfang des Chapters von 1044 angeteased wurde, ne? Oh, das war geil. Mann. Der Anfang von dem Chapter, das war so großartig. So, aber mehr möchte ich auch nicht verraten, sonst spoilere ich Bro halt, glaube ich, zu viel. Und vielleicht noch andere Zuschauer, wenn die nicht stumm geschaltet haben. Die Leute gucken eh keinen. Wer guckt hier überhaupt zu? Das ist immer die Sache. Ja, stimmt. Die Leute kommentieren hier doch nie. Das wäre wirklich eine Premiere, wenn jemand hier jetzt schreiben würde, vielen Dank auch für die Spoiler. Ja, das wäre der erste Kommentar seit langem von jemand anderes außer Mudo. Das wäre richtig großartig. Also eigentlich, ich würde das richtig großartig finden. Kann ich ja für euch machen. Danke für die Spoiler. Steht dann von Fang unten in den Kommentaren. Danke für die Spoiler. Also ich mein Schwert prallt bei normalen Schlägen ab. Ich muss die Seitenschläge machen. Du musst aufpassen, wenn er jetzt so rot. Komplett aus Stein. Ja, eben. Wenn er jetzt so rot leuchtet, dann kannst du ihn an den Beinen und so angreifen. Wenn er nicht mehr rot leuchtet, dann prallst du ab. In den meisten Fällen leider. Aber ich kann ihn eigentlich immer angreifen. Ich muss halt nur richtig schlagen. Hätten wir jetzt lila Schärfe, dann wären wir da durchgekommen. Ich will das nur mal nochmal so erwähnen, ne? Nicht unbedingt. Haben wir aber nicht. Doch, bei lila Schärfe kommst du da durch. Nicht zwangsweise. Doch, da kommst du durch. Das halt immer so lange brauchst du mal angreifen, was ist los mit den Typen? Mit weißer Schärfe kommst du hier aber, glaube ich, noch nicht durch. So weit weiß ich das, glaube ich, noch. Ich komme komplett durch. Was hast du? Bin ich einmal abgeprallt. Ich habe nur grün. Hä? Ach so, du hast eine Fähigkeit. Ja, genau. Bin halt nicht dumm. Ja, aber du machst trotzdem genau denselben Schaden wie wir, obwohl du prallst halt nur nicht ab.
keine Ahnung, wie viel Schaden ihr mal. Ja, wenn ich abprall, so, wenn ich, also wenn ich abprall, so 8. Das siehst du, ich komm durch und mach 40. Ohne Crit. 40 ist immer Crit-Schaden. Ja, ich hab dauerhaft Crit. Na, hätte ich jetzt meine Nagakuga-Klinge, hätte ich auch dauerhaft Crit. Wir müssten halt eigentlich nur seinen Steinpanzer oben brechen, dann könnten wir ihn auch angreifen da weiter. Ja, dann macht mal. Ich bin noch schon dabei. Kann ihn euch nur umhauen. Oh oh, klar. Gute Nacht. Das finde ich cool, dass ihr einfach drei unterschiedliche. Eschblau. Und das ist dein Lieblingsmob? Mr. Die, Steinfresse? Die haben den aber tatsächlich ganz schön genervt. Also das stimmt schon, der ist ganz schön schwach geworden. In World war der, glaube ich, viel, viel stärker. Er hat hier zwar eine neue Fähigkeit dazu bekommen, ich glaube, das war Gift. Der macht aber kaum noch Schaden, also der ist wirklich ganz schön schwach geworden, stimmt schon. Ist das nicht eine Sechser-Quest? Ja. Oh ja, gut. Dann vergesst, was ich gesagt habe. Das war alles Shit-Talk. Er ist halt schwach, weil es eine Sechser-Quest ist. So leg ich jetzt hin, ich will dich looten. Ja, ich bin auch die ganze Zeit gegen ihn gelaufen, weil ich looten wollte. Das war auch meine erste Rüstung, die ich gemacht habe. So, da kam gar nichts bei rum. Das war richtig schlecht. Jo, jetzt kommt das nervigste Spiel ever. Gut, ratlos, ne? Ja. Ich hoffe, ihr habt Gegengift. Ich bin immun sowieso gegen Gift wegen der Theostra-Rüstung. Du ein Glück. Was ist denn das, Fien? So, ich slide hier mal runter. Das ist nicht oben. Ich gehe mal vor unter den Busch mal looten. Ja, mach keine Büsche zu hacken. Ja, danke. Danke für die Info. Das wissen wir, jetzt auch. Deswegen sind sie auch überall. Ja. Oh, ich bin voll. Bezeichne es nur weiter als dumm. Ist schon okay. Ja, als anders kann ich es euch auch nicht bezeichnen in dem Moment. Hey, wie kann man das halt 200 Stunden lang nicht wissen? Ja, tut mir ja leid. Pflanzenfreundlich. Ja, echt so. Wir sind halt vegan. Nee, wenn wir Veganer sind, sind wir überhaupt nicht pflanzenfreundlich. Dann essen wir die ja auch. Dann überhaupt nicht. Ich bin ein Fleischfresser. Ja. Ich esse kein Grünzeug. Ihr seid viel früher da als ich. Ihr habt euch hinteleportiert, oder? Ihr Schweine. Ich bin ja mal oben und du bist einfach nach unten gegangen. Ich bin nach unten geslidet. Ja. Bin einfach jetzt hingegangen. Ja, eben. Du bist einfach nur falsch interpretiert. Ich bin einfach nur falsch abgebogen. Ja. Und vergesst nicht, Büsche kann man zerhacken. Ja. Solltest du dir merken. Ja, mach ich auf jeden Fall. Wo ich gerade gehackt habe, da war nichts bei. Also es gibt nicht immer etwas. Natürlich nicht. Du kriegst auch nicht in jedem Busch aus in Zelda ein Item. Ich krieg immer aus dem Busch Tiere, Vögel. Vielleicht hängt das ja mit einer seiner Fähigkeiten zusammen, dass er Pech hat dann. Kann sein, dass er Pech hat oder so. Ja, das kann wirklich sein. Ich weiß es nicht. Auch nicht. Ich kann mich bewegen und brenne, weißt du? Ich finde das immer noch großartig, wenn ich nach oben gucke, wie plasticky die Wolken halt einfach aussehen. Ja, ist unfassbar, ne? Ey, die sehen immer noch besser aus als bei Three Houses, Alter. Ohne Scheiß. Wie sehen die denn da aus? Naja, wie einfach draufgeklebt. Echt? Ja. Ich bin drauf. Ist hier irgendwas? Nö, ich kann einfach gegen laufen. Du kannst nur gegen die Wand laufen, genau. Los! Das Fliegen ist richtig dumm, ne? Los! Hau ihn auf die Fresse! Nein! Du kannst mich nicht umdrehen! Der hat sich nicht umgedreht.
wie ich immer nach dem Aufladen immer geschlagen werde, weil es ist so lächerlich einfach. Der lag. Hör mir auf, bei mir hat sich eben der Volvidon oder sowas, der ging vor zurück. Oh, so ist belastend. Der hat halt einen Ping von 300 oder so. Aber wenigstens funktioniert der Online-Modus hier relativ gut. Ach ja, und noch einmal Miku wieder weg. Und tschüss. Ja. Wow. Wow, das war voll geleckt, Alter. Der war bei mir auf dem Boden auf einmal. Hallo. Der paralysiert einen und verbrennt einen, weißt du? Du warst nicht paralysiert, du warst betäubt. Yep. Betäubt und verbrannt. Auf mehr Feuer-Dev. Scheiß auf Feuer-Dev, Alter. Echt so? Einfach so töten, Alter. Oh, jetzt macht er den Ratian. Gar nicht. Oh, das war knapp, Alter. Ist euch schon mal aufgefallen, wenn er diese komische Kugel macht, wenn er in der Luft ist, dass er einfach vor 360 Grad Umdrehung macht mit seinem Kopf? Nee. Ich stand mal hinter ihm, auf einmal hat er die Kugel einfach auf mich geschossen. Und das ging durch seinen Körper. Ja, das ist so ein Auto-Aim-Ding. Ich glaube, das war eher ein Bug. Nee, ist ein Aimbot. Ohne Scheiß. Also bei mir hat er eben gerade daneben gezielt. Ein Aimbot? Ja. Bei mir hat er eben daneben gezielt, also ich kann das nicht bestätigen mit dem Aimbot. Ja, du siehst doch, dass das auf dich zukommt. Dann kannst du ausweichen. Ich bin nicht ausgewichen, ich hab gewetzt. Ja, dann hat er nicht auf dich geschossen. Doch, das war direkt neben mir und ich... Nee, das macht er nur mit einem Ding. Wenn er in die Luft fliegt und dann also so ausweichmäßig tut und auf einmal kommt eine Feuerkugel. Und die trifft fast immer. Der hat kein Aimbot. Der hat ein Aimbot. Nein. Doch, hat er. Dann, das würde überall im Internet stehen, wenn der ein Aimbot hätte. Also jetzt mal real talk. Da bringe ich damit ja nicht um. Also warum soll man das erwähnen? Also bitte. Ganz einfach, weil das dann offensichtlich ein Bug ist. Monster hat kein Aimbot. Und sie können durch Wände gucken. Ja, eben. Wallhack haben sie auch. Also nein, ich denke eher, das ist ein Bug. Also nicht das durch den Körper schießen. Ja, das ist witzig. Aber dieser Aimbot, nenne ich es jetzt mal, das ist ein Bug gewesen, glaube ich. Oder es sah einfach nur merkwürdig aus in dem Moment. Aber warum passiert dir immer sowas und warum nimmst du das nicht auf? Das halte ich. Weil das witzig ist. Das ist nicht witzig, das ist nervig. Denkst du nächstes Mal, ich bin gut ausgewichen, auf einmal kommt dir ein Feuerball entgegen. Ja, ist doch nice. Feuer ist, Schwanz Feuer ist oder Feuer was? Ist schön warm. Was willst du mehr? Ja, ist doch nice, so Feuer. Ja, echt so. Komm, der Waldrax bis One-Hit. Oh, Alter. Erwähne ihn nie wieder. Wen? Den, ja, egal. Ich möchte seinen Namen nicht in den Mund nehmen. Der, dessen Name nicht genannt werden darf. Wir haben ihn noch nicht gemacht, ne? Schwanz ab. Da ist sein Cock abgeflogen. Looten. Die alle einfach looten. Ich hab bekommen. Oh, du tötest ihn. Töte ihn? Warum? Er macht wieder den Raffian. Du musst wieder hin und her laufen. Ja. Schön im Feuer kämpfen. Ja, warum nicht? Ist doch geil. Ist schön warm. Heben. Und er will abhauen. Nö. Oder auch nicht. Nee, er will überhaupt nicht abhauen, weil wir ihn gar nicht lassen. Jetzt tot. Wie ich den Kopf am Ende zertrümmert habe, Alter. So, weg mit ihm, diesen Lappen, Alter. So, erstmal looten. Ich hätte gerne einen Rathalos Rubin in einem Shiny Drop. So wie ich, ne? Ja, genau. Und dann noch eine Platte, auch in einem Shiny Drop. Hölle in den Beutel und zwei Rathalos Schuppen gekriegt. Ich hab nur Schuppen gekriegt. Das freut mich. Einmal
Ich habe dreimal Flügel bekommen. Danke, du Stück Müll, Alter. Ich rede jetzt mit dem Rathalos, ne? Du Stück Müll, dass du mir nichts gegeben hast. Spasti, Alter. Dafür haben wir dir deinen Cock abgeschlagen. Selber schuld. Ja. Oh yeah. Das war wieder mal eine schöne Quest. Ich werde gerade abgeworfen. Bedient. Ich werde bedient, ja. Verdient. Ach, verdient. Nee, ich wurde bedient und ich hab's verdient. So. Ja, ja, gibt's schon wieder so einen Shiny Drop. Gib mir was Gutes. Ja, ich krieg eine Platte und ein Bestienjuwel, kein Rubin. Oh, leck mich am Arsch. Ich hab eine ein Bestienjuwel und ein Rathalos-Rubin. Ich hab nur eine Platte gekriegt. Ich habe ein Bestienjuwel bekommen. Das ist alles. Ja, das habe ich auch. Okay. Oh, das ist schlecht, ich nicht, Alter. Bestienjuwel nehme ich mit, die Platte nehme ich mit, die Rüstkugel nehme ich mit. Schön Rathalos Rubin, habe ja schon drei. Ja, halt dein Maul, Alter. Und die Rüstung nehme ich mit, obwohl ich sie schon habe. Ja, so muss das sein. Haben wir noch? Kann ich das verkaufen? Ja. Gab es hier sonst noch irgendwas? So. Dafür können wir uns die Deko-Rüstung freischalten, ne? Ich guck gerade noch. Was war denn das Item für die Deko-Rüstung? Alte Ritterrüstung oder sowas. Alte Ritterrüstung? Ich habe keine einzige bekommen. Doch, ich denke mal, du hast eine bekommen. Hast du schon aufgesammelt. Ist so ein graues Item gewesen. Ah, nee, ich habe 3 Stück gekriegt. Kaputte Ritterrüstung. Kaputte Ritterrüstung habe ich 2 Stück gekriegt. Nice. Das sieht so aus. Dann läuft man als Arthur rum von großen Goblins. Ich habe 3. Ich hab 2 davon gekriegt. Ich habe 3 gekriegt. Müsste ich noch 2 haben? Also man braucht insgesamt 4 und dann... Ja. Ja. It's nice to have. Ich finde solche Rüstungen finde ich immer ganz nice. Wo man halt plötzlich ein ganz anderer Charakter ist. Kann man auf jeden Fall machen. Ja, das stimmt. Das kann man auf jeden Fall machen. Als Deko-Rüstung zumindest. Ne? Als richtige Rüstung finde ich sowas ein bisschen Fehlerplatze. Aber sonst, ja. Leute, das soll es heute gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like, einen Kommentar da, abonniert gerne auch und guckt bei Train rein. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao. Genau. Liken, abonniert unsere beiden Kanäle und ja, bis dann. Ciao.